Hallo und willkommen bei mir, dem Flippo und Exzident einer neuen Ausgabe mit dem, naja, ich weiß jetzt nicht, wie unser Protagonist heißt, aber es geht ganz schön rapide zu hier im nächsten Fall unserer Verkehrsunfall-Simulation, könnte man sagen, Verkehrsunfall-Reaktivierungssimulation, je nachdem, wir klicken auf Unfälle und gehen sofort zu diesem Straßenrennen in Amerika, in Tennessee. Simulation starten. Mal kicken, was da so los ist. Headset auf und los geht's. Hui. Hui. By the way, ich steuere den gerade nicht. Na, meine Hände sind woanders. Okay, Notrufzentrale. Ja. Ja, schön. Da, das ist eine Telefonzelle. Hoffe ich mal. Phone Bell. Ja. Hupsala. Hey, das ist ein GTO. Ein Pontiac GTO. Geil. Wüt. Hallo, große Kappe Pizza. Geiler Sportwagen da, der rote. Okay. Gut. Schalte den Motor ab. Guten Tag. Ich bin der Flippo. Fahrertür ist eingeklemmt, okay. Aha, ich sehe da schon auf jeden Fall einen Hinweis. So. Kofferraumklappe haben wir schon mal aufgemacht. Die brauchen wir bestimmt. Ja, hier. Erste-Hilfe-Koffer. Signalfackeln. Oh. Stimmt, in Amerika haben sie ja Signalfackeln. Stimmt, ja. Ja, der Wagen hat keine. Der Wagen hat keine. Ah, okay. Oh, da sind mehrere drinne. Gut. Und da hinten. Prüfe den Zustand. Ja, Sicherheitsgurt lösen. Atemwege freimachen. Der atmet noch, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Guten Tag, ich mag ihr Hut. Okay. Oh, hier liegt nur noch einer. So, Wunde hier, Wunde da, Wunde da. Atmet noch. Okay. Fahrertür ist eingeklemmt. Dann müssen wir wieder hier rein. Da ist der eine Hinweis. Der Obdachlose, der muss ganz schnell behandelt werden. Der ist fast tot. Sicherheitsgurt lösen. Huch. Oh, der ist tot. Oder eher gesagt, nicht tot, sondern bewusstlos. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir sind. Amerika sind ja die Straßenschilder irgendwo hier an den Laternen. Da. Da ist eins. Okay. Okay. Oh, cool. Hier ist die Telefonzelle. Mit Disponenten sprechen. Okay, also erstmal dem Sportwagenfahrer. Das hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Also herausziehen, wiederbeleben und dann bestimmt auch den Obdachlosen dann. Dass wir denen dann auch noch helfen müssen.
So, Handschuhe, Atemwege. So. Stay alive. Ha, 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 ha. Stay alive. Ha, 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 ha. Stay alive. Ha, 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 ha. Stay alive. Ha, ha, ha. Oh. Ups. Da siehst du, war größtenteils alles perfekt. Eins, zwei. Hey. Ach so. Ups. Ach, da kommt schon die Unterstützung. Ah, perfekt. Die Sirene passt nicht. Okay. Ambulance. So, da war schon mal der erste Hinweis. Auch ein Hinweis anscheinend. Ein Karton ist irrelevant. Hier ist noch ein Hinweis und... ist das Blut? Nee, das ist da vom Auto. Ah, okay. Hier sind Reifenspuren. Ja. Reifenspuren. Irrelevant. Motorrauch. Hier sind doch noch Reifenspuren. Warum haben die jetzt hier nichts zu sagen, ist die Frage. Ja gut. Karton ist irrelevant. Das haben wir schon rausgefunden. Hier ist eine zerquetschte Dose. Die hat da auch nichts mit zu tun hier. Ja, eine Sache fehlt da noch. Hier? Nee. Ach, der Sportwagen ist der Hinweis. Freddy nimmt am Rennen teil. Wird vom Wagen angefahren. Der hält an der Kreuzung und der andere kracht in ihn rein. Erfolg. Lol. Neben mehreren anderen Verletzungen brach sich Williams bei dem Unfall. Auch sein linkes Bein. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes fiel er sofort ins Koma. Sein Zustand war so schlecht, dass er sich nie richtig davon erholen konnte und 4 Monate später im Krankenhaus verstarb. Deine sofortige Hilfe hat Freddy das Leben gerettet. Die Sanitäter konnten ihn auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbeleben. Dort wurde er auch beschuldigt, durch seine rücksichtslose Fahrweise das Leben anderer Menschen in Gefahr zu bringen, was schließlich zu einer 10-jährigen Haftstrafe führte. Boah, wenig. Während des Unfalls erlitt Jason keine ernsthaften Verletzungen und wurde schnell aus dem Krankenhaus entlassen. Er wurde bald in Freddy Weavers Fall involviert. Einige glauben, dass seine Aussagen der Grund für Freddys ungewöhnlich hohe Strafe waren. Ein Beweis dafür konnte bislang aber niemand aufzeigen. Genau wie ihr Ehemann kam Bethany bei dem Unfall ohne keine größeren Verletzungen davon. Bereits 2 Wochen später konnte sie wieder als Assistentin des Bürgermeisters arbeiten. Szenario beenden. Boah, war das in ein Königseck? Boah. Ja, es war ein Königseck. Regera oder irgendwie so. Oh, geil. Ja. Damit haben wir wieder einen Fall erledigt. Wir sind richtig gut. Wo geht's denn als nächstes hin? Oh. Autobahnunglück. Komarom Eshtekom. Oder Eshtekom heißt es, ne? In Ungarn. Oh. Dann Ablenkung. Wielkopolska, Polen. Und dann Treffen in der Wüste. New Mexico. 1972. Wow. Alter.
Wir machen das chronologisch. Ja, hier. Als nächstes fahren wir dann nach Ungarn. Damit heiße ich dann alle Dankeschön. Vielen Dank für... ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bei mir, dem Flippo.